Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es um den Geschichtenmodus, wie wir den freischalten und wie ihr nahezu ein Free 6-19er-Item bekommen könnt. Und zwar will ich euch das gleich mal zeigen. Ich habe mir jetzt hier zum Beispiel die Schuhe gebaut, die sind 6-19. Und dazu kann ich euch gleich mal zeigen, bekommen wir über diese Freischaltung des Story-Modus oder Geschichten-Modus dieses Item. Verzaubertes, runenverziertes Vorbotenwappen. Und da könnt ihr ein Item, das ihr mit einem Funken hergestellt habt, upgraden auf Item Level 660 bis 619. 619 ist es dann halt, wenn es 5 von 5 ist, ne? Aber ihr sucht euch natürlich einen Crafter, der das auf 5 von 5 herstellen kann. Gut, wie schalten wir das Ganze frei? Ihr müsst als allererstes, und zwar leider mit jedem Char, ich habe das nämlich eben mit dem Twink geguckt, die Max-Level-Kampagne auf zumindest einem Stand von 1 von 5 haben. Und dann bekommt ihr eine neue Quest. Und diese neue Quest startet in Dornegal bei Spindel. Und zwar etwa hier war der auf den Koordinaten 31, 62. Der gibt euch eine Quest und diese Quest bringt euch runter nach Ashkahed. Wie gesagt, der ist nur da, wenn ihr die Max-Level-Kampagne auf Minimum 1 von 5 habt. Wenn ihr die auch komplett abgeschlossen habt, geht es natürlich ebenfalls. Diese Breadcrumb-Quest, wie ich sie jetzt nenne, also die, die euch quasi wohin schickt, schickt euch dann hier einmal in die Stadt der Fäden. Und zwar hier in die Mitte, etwa auf die Koordinaten 52, 47. Und dort habt ihr jetzt dann, ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, aber es sind irgendwas 5 bis 10 0815 Quests, haue Mobs um, sammelt Zeug ein, ne? Man kennt es. Und wenn ihr die erledigt habt, ist die Endquest quasi den Endboss im Raid zu töten. Also die Königin, ich will jetzt wieder nichts Falsches sagen, jetzt schauen wir mal, wie heißt sie, Anshurek? Anshurek, genau. Also die müsst ihr unboxen. Keine Sorge, ihr könnt da im LFR Normal HC reingehen. Ihr könnt aber auch den Geschichtenmodus machen. Der Geschichtenmodus wird, so wie ich das sehe, mit der Quest auch freigeschalten. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 31, 63 und hier startet der Geschichtenmodus. Da könnt ihr nämlich mit einem NPC quatschen. Und da könnt ihr euch queuen. Das ist im Endeffekt genau das gleiche wie die Follower-Dungeons. Ihr queut euch rein, seid dann quasi alleine drin mit halt NPC-Spots. Und die hauen den Mob um. Und ich sag mal so, selbst wenn ich als Tank queue, sind da zwei Tanks, DDs, Heiler. Und ich habe das mal gemacht, ich denke mal, das kann nicht schief gehen, das Ding. Also ihr seid da mit dabei, haut da drauf, aber auch wenn ihr nichts macht, ist eigentlich wurscht, der Boss wird umgehauen. Es ist hier ein sehr abgespeckter Kampf, also es werden nicht alle Mechanics gefordert. Wenn ihr in irgendwas drin steht, es macht keinen Schaden, also wie gesagt, das Item ist quasi free. Ne? Ihr macht halt 5 bis 10 0815 Quests, stellt euch hier rein, haut ein bisschen mit auf den Boss drauf und dann kriegt ihr euer Item. Mehr ist es nicht. Genau, also wir können jetzt mal den Start kurz zeigen, ne, wie das aussieht. Also wir pullen jetzt einfach den Boss rein. Ihr seht, da kommt er. Und die spotten sofort ab, hauen den Boss auch so weit runter. Also wenn ihr halt ein bisschen mehr Schaden macht, geht es ein bisschen schneller. Ich kann mich jetzt auch mal ein Zeug reinstellen, da passiert eigentlich nichts. Also die heilen das komplett gegen. Genau, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Den ganzen Fight werden wir jetzt nicht durchlaufen lassen, sondern viel passiert hier tatsächlich nicht. Sogar auch die Phase, wo man eigentlich hier die Edge spielen muss, außen, die wird komplett geskippt. Man wird einfach hochgeportet in das andere Ding. Also wie gesagt, es ist halt nochmal einfacher als LFR, würde ich mal behaupten. Juti, damit sind wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt das gerne einmal in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns im nächsten Guide-Video wieder. Euer Tila und bis dahin. Ciao.